Zum Abschluss der Zuhörtour ist Annegret Kramp-Karrenbauer nochmal zu Gast in Nordrhein-Westfalen. Auch in Essen möchte die Generalsekretärin von den Mitgliedern wissen, was sie umtreibt. Mein zentraler Punkt für das neue CDU-Grundsatzprogramm ist eine kleine Änderung in der Sozialpolitik. Wir sollten auch an christlichen Grundsätzen festhalten. Die Bildung. Ja, da ich Migrantenhintergrund habe, ist natürlich ist die Integration, dass die schwarze Null gehalten wird. Den internen Dialog zwischen Jung und Alt forcieren. Ein weiteres Thema, was auch immer wieder in den Veranstaltungen angesprochen wurde, hat Annegret Kramp-Karrenbauer bereits aufgenommen. Den Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht. Das ist eben das klare Signal an die CDU-Mitglieder, ihr setzt die politische Agenda. Das Thema ist euch wichtig und das spielt jetzt sozusagen in der Diskussion in ganz Deutschland eine Rolle. Ich halte es auch in der Sache für ein sehr wichtiges Thema und freue mich jetzt auf die weitere Diskussion in der CDU, denn ehrlich gesagt, die Arbeit fängt ja jetzt erst an. Denn das Ende der Zuhörtour ist nicht das Ende des Grundsatzprogrammprozesses. Bis 2020 wird das neue Programm auf allen Parteiebenen erarbeitet. Und immer wieder haben unsere Mitglieder die Möglichkeit, sich einzubringen.